Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Immer noch auf dem Weg zu Platin. Und dazu müssen wir alles auf 100% schaffen. So, einmal Mr. Fantastic bitte. Ah, ich glaube, das haben wir schon gehabt. Ja. Ich suche gerade das mit dem Flugzeug, den man freischalten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Maria Hill hier ist. Schauen wir mal. Zeit für Rennen heute. AIM-Soldaten greifen den Helicarrier an. Sie dürfen nicht ins Innere gelangen. Hilf uns, diese Schurken von Deck zu kriegen. Warte. Hallo? Du hast wirklich ganz schön was drauf. So, ich muss jetzt noch ein paar Reparaturen vornehmen. Mach das aber mal. Komm später wieder, dann habe ich wieder ein Rennen für dich parat. Oh, da hat sich was Neues aufgebaut. So, Maria, was gibt's denn diesmal? Zeit für die letzte Runde des Shield Helicarrier Grand Prix. Diese Strecke ist ein bisschen schwieriger, aber fahr einfach, als würde dich ein wütender Hulk verfolgen. Okay. Ich mag aber nicht. Der fährt sich immer so blöd. Oh, trotzdem geschafft. Hä? Schon wieder Maria Hill? Die habe ich erst gekriegt. Hm. Okay. Weiter geht's hier im Geschehen. Einige unserer Agenten hatten die Idee, Verstecken zu spielen. Für ein bisschen Abwechslung, weißt du. Aber das war vor 3 Stunden und einer von ihnen hat sich wohl ein bisschen zu gut versteckt. Hilfst du uns, ihn zu finden? Unsere Arbeit ruft. Das war das. Okay, den habe ich ja letztes Mal nicht gefunden gehabt.
Wo könnte er sich versteckt haben? Oh, guck mal hier, Spinnensinne. Mein Spinnensinn schon wieder. Was ist das? Ach, guck mal da. Wer bist denn du? Kommst du mit? So, bitteschön. Getarnt hat er sich also, hm? Nicht sehr fair, Bill. Als Belohnung darfst du Furys Augenklappensammlung reinigen. Und du bekommst das hier. Give me a stein. Thank you. Wie, du kannst hier nicht... Na, kann er nicht. Okay. So, schauen wir mal weiter. Da haben wir doch noch zwei Stück. Hier haben wir, glaube ich, auch schon letztes Mal nicht geschafft. Gucken wir mal. Was? Wo? Ich mach nichts. Ich wollte sicherlich keine wichtigen Dokumente in diesen Turbinen schreddern. Und ich würde dich bestimmt nicht bitten, das eine super wichtige Dokument zu finden, das ich irgendwo auf dem Helicarrier-Deck verloren habe. Du hast keine Beweise. Mhm. Kann man das nicht irgendwie einstellen? Ich mach mal den Untertitel an, weil irgendwie beim letzten Mal, wo ich die Aufnahme angehört habe, hat man die Charaktere hier kaum gehört. Ich weiß nicht, ob dann da die Musiklautstärke zu laut ist und mich nicht mehr hört. Müssen wir mal austesten. Gucken wir einfach mal. Hat es das angenommen? Nö. So. Danke. So, dann suchen wir das doch mal. Das sollte hier in diesem Gebiet sein. Das haben wir letztes Mal auch schon nicht gefunden. Kaputt. Kann eigentlich nur hier irgendwo sein. Wo versteckst du dich? Komm, lass es hier oben sein. Ich bin jetzt in diesem Gebiet drin.
Ah, wo bist du denn? Hier habe ich letztens auch alles ausgemacht. Dein Eisstrahl. Wie wäre es, wenn du den mal benutzt? Nur hier irgendwo sein. Habe ich letztes Mal unten drunter geguckt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Was ist denn hier alles? Hier war ich ja noch gar nicht. Ach, guck mal da. Nein. Nimm das. Nimm das. Come on, nimm das jetzt. Hallo? Hallo? Will er mich jetzt ärgern? Schon ernst, oder? Nein, 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 nein. Danke. So, jetzt klauen wir uns noch schnell hier die ganzen Münzen. Das haben wir schon gemacht. So, dann kriegst du mal dein Zeug, was du da brauchst oder vermisst. Ach, danke. Ich war nicht gut drauf, als ich diesen wütenden Brief an Direktor Fury geschrieben habe. Jetzt wird er geschreddert. Gut. Vielen Dank. So, haben wir hier noch einen. Das Silver Surfer. Grüße dich. Jetzt, wo mein Brett gerichtet ist und die Welt vor allem nicht länger vom Untergang bedroht ist, hättest du vielleicht Lust auf ein kleines Rennen mit mir? Oh, nee. Nicht dein Ernst. Ja, geht schon gut los. Alter, wie schlecht ist denn das? Ja, das kann ich jetzt vergessen.
Naja, der ist schon da. Das machen wir doch gleich nochmal. Das war jetzt gerade ein Fehlschlag. Boah, was macht denn der? Grüße dich. Grüß dich auch. Und die Welt vor allem nicht länger vom Untergang bedroht ist, hättest du vielleicht Lust auf ein kleines Rennen mit mir? Alter, warum ist der so... Oh, was macht denn der jetzt? Warum ist der so schnell, ey? Das wird ja richtig tricky, ey. Okay, einmal probiere ich es noch. Und wenn das nicht hinhaut, muss ich das dann einmal machen. Grüße dich. Jetzt, wo mein Brett gerichtet ist und die Welt vor allem nicht länger vom Untergang bedroht ist, hättest du vielleicht Lust auf ein kleines Rennen mit mir? Ich frag mich, wieso der den Sprint nicht gleich macht, ey. Und den Turbo Booster. Nein! Oh, jetzt fliegt er da voran vorbei. Oh. Ja, kann ich vergessen. Na gut, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal wieder. Ja, freu dich. Field Mitteilung. Lose Steine in der Nähe der Turbinen sollten sofort gemeldet werden. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir die goldenen Steine kriegen. Dann können wir die Deadpool-Mission machen. Heißt, wir können dann... wie heißt es? Die roten Steine bekommen. Und so können wir die Multiplikatoren für die Münzen kaufen. Gut, das fehlt uns ja auch noch. So, Rocket. Kommen wir erstmal zu dir. Diese roten Münzen. Zum Beispiel, die kannst du dann später auch sammeln. Gibt ordentlich Münzen dann. Aber dafür musst du auch erstmal diese Deadpool-Mission machen. Ich sage Walrus immer wieder, dass Giraffen nicht an Wolkenkratzern klettern können. Aber der Idiot glaubt mir einfach nicht. Der muss denken, ich bin zurückgeblieben. Ohne Fotobeweis glaube ich gar nichts. Die Giraffe. Okay.
Da ist tatsächlich eine Giraffe. Ach Gott. So, dafür brauchen wir wahrscheinlich wieder den Parker. Ja. Einmal Turbo Boost. So, moin, dein Beweis. Die Giraffe? Ist die echt? Sieht aus, als wüsste Walrus über Safari-Tiere Bescheid. Ich werde jetzt immer daran denken müssen, wenn ich diese Viecher sehe. Und wir haben Rocket Raccoon. Also die Charaktere lassen wir dann erstmal liegen, genauso wie die Fahrzeuge. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die goldenen Lego-Steine. Das heißt, wir müssen die mit den Fragezeichen machen oder die goldenen Lego-Steine, die gleich abgebildet sind. Ich weiß nicht, wie ich noch mehr Werbung für mein Restaurant machen kann. Wenn dieser Restaurantkritiker mal vorbeikäme, vielleicht lässt er sich ja überreden. Wink mit dem Zaunpfahl. Würde das vielleicht helfen? Du erkennst ihn ganz leicht an dem Baguette, das er immer mit sich herumträgt. Der Mann mit dem Baguette. Der Mann mit dem Baguette in der Hand. Hä? Wer von euch hat ein Baguette in der Hand? In der Hand. Hä? Ah, hier. Moin. Kommst du mit? Wunderbar. Ganz schön klein, wenn es das ist. Bist du hinter mir? Na. So. Ha, du hast ihn gefunden. Gerade als ich gemerkt habe, wo das Problem liegt. Das Essen ist furchtbar. Nun ja, schlechte Presse gibt's nicht, richtig?
So, was haben wir hier? Autos zum Freischalten. Später. Das habe ich auch schon mal schneller gesehen. Oh, wir haben bei unserer 4 Millionen. Fehlen nur noch 996 Millionen. Ja. Es geht dann alles viel schneller mit den Münzen, wenn wir diese Multiplikatoren haben. So, was ist denn hier los? Das öffnet sich. Okay, da unten ist schon mal was. Brauchen wir einen wie ihn. Jetzt brauchen wir einmal Strom. Der geht nach unten. Der muss nach oben. Der muss nach links. Oh. Drei Leuchten. Ah, da unten ist noch was. Memory. Nope. Den hatten wir da. Das ist Nummer 2. Dann müsste Nummer 3 irgendwie auf der linken Seite sein. Da ist es doch schon. Da müssen wir es abklemmen. So, weiter geht's. Hier haben wir das nächste. Das ist diese Richtung. Ach, da sind wir schon. Das ist Ant-Man oder? Nee. Kein Ant-Man. Telepathie. Das passt. Das muss jetzt noch da auf die andere Seite. So, da haben wir 100 von 250. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.